Oh, da wären wir wieder. Skyrim, fünfte Folge. Wir hatten gerade den Drachen gekillt. Ist jetzt 2 oder 3 Stunden her seit der letzten Aufnahmesession für mich. Deswegen muss ich kurz überlegen. Drachen gekillt. Ja, klar, sprich mit den Graubärten. Steht ja da. Ja, nächste Quest, ne? Hier, Hauptquest oder was hier? Bringe die Klaue zu Lucan. Ich habe eine Räuberbande belauscht, die vom Diebstahl einer goldenen Klaue erzählt. Anscheinend hat einer von ihnen die Klaue tief im versteckt. Ja, die habe ich ja. Oh, komm, machen wir mal hier. Kurze Nebenquest. Ups. Wo müssen wir denn dafür hin für die Nebenquest, ist jetzt die Frage. Ha. Muss ich gleich mal auf die Karte gucken. Aber erstmal wechsle ich hier meine Waffe wieder auf das Stahlschwert. Schild habe ich dadurch auch wieder in der Hand. Gut. Karte. Wo ist denn das Ding? Wo will er mich hinführen? Auch dahin. Ja, machen wir eine Schnellreise. Ist ja nur eine Nebenquest. Roberte haben das Drachenblut nach Hochodgar gerufen. So etwas ist schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Ja, gehe ich gleich in. Oh, ich kann hier kochen. Oder? Da, 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 Was da. könnte das zu bedeuten haben? Die Kochtopf Rückkehr des benutzen. Drachen? In Kochtöpfen kannst du Essen zubereiten, das deine Gesundheit wiederherstellt oder andere vorübergehende Effekte hat. Für jedes Rezept sind bestimmte kulinarische Zutaten notwendig, die du in ganz Himmelsrand findest. Wem von uns würde eine solche Ehre Oh, zuteil lecker werden? Gemüsesuppe. Und solch eine Macht? Was haben wir denn? Was braucht man denn dafür? Kohl, Kartoffeln, Lauch, Tomate. Haben wir noch irgendwas anderes? Was dazu? Nö. Da gibt es ein paar Gemüsesuppen. Da ist, glaube ich, nur noch eine. Ja, das war's. Kochen hat sich um 10 verbessert. Hahaha. Rechnet ja. Pfui. Bei den Göttern. Ist es wahr? Ah, der ist schon platt, der Drache. Mach dir keine Sorgen, Junge. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Ist was passiert? Etwas passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn: ein Ornament aus massivem Gold. In Form einer Drachenklaue. Moment, meint ihr diese goldene Klaue? Sie gefunden! Das ist sie! Seltsam! Sieht kleiner aus, als ich dachte! Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Boah, 400 Gold! Nett, nett. Ist das deine Schwester? Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Ja, bitte. Krieg von dir auch nochmal 400 Gold. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Oh, danke schön. Komm, Lydia, machen wir uns auf den Weg. Quest. Sprich mit den Graubärten. Oh, dafür müssen wir dann jetzt wohin? Hier hoch. Nach hoch. Also, kannst du ja gar nicht aussprechen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch von hier aus da hoch, wa? Ja, gehen wir mal in diese Richtung. Sehe ich besonders gern. Bitte, bitte. Kann man jemand das Wetter ausschalten? Den Regen? Geht's hier überhaupt hin?
Ich hoffe es doch. Ja, wird schon hinhauen. Irgendwie kommen wir ja immer zum Ziel. Sprint. Komm, komm, Mädchen. Bin immer noch da. Geht ihr voran? Da muss ich ja sowieso, wa? Ach, dann lauf doch weg. Direkt beide erledigt. Ach, das sind Banditen. Ah ja, da ist das nicht so schlimm. Krieger. Na, wieder was verbessert. Schön, schön. Ja, ein bisschen Gold einpacken, das einpacken. Schönes Loot, roter Apfel. Ja. Dann haben wir hier, Kohlen nehmen wir auch noch mit. Geldbeutel, Geldbeutel. Noch ein Fass. Ja, noch mal ein paar Äpfel. Okay, aber das war scheinbar nicht der Weg hier hoch zu den Berg. Kleines Banditennest. Naja. Gehen wir halt da lang. Ja, irgendwie, ja, ich habe auch keinen Schimmer mehr, wie man da hochkam. Irgendwie muss es aber hier hochgehen. Ich weiß nicht mehr wo. Ziemlich angreifen, dann bist du tot. Noch ein Hühnchen? Ja. Ja, ich kann mich nur noch dunkel dran erinnern. Also irgendwo gab es da eine Treppe oder was. Na, diese 7000 Stufen, von denen der ja gesprochen hatte. Da kommen Gegner auf uns zu. Oh. Na. Ist das schon alles? Was ist das schon alles? Ich hab... Was eigentlich alles immer begegnet, wenn man hier durch die Gegend läuft? Totenbeschwörerrobe. Magicka regeneriert sich 75% schneller. Was hat er hier? Dieselbe Scheiße. Da wurde einer. Sieht aus wie in Dingens. Wie in Fallout 3 oder 4. Wenn du jemanden mit einem Laser-Ding da zu Staub verwandelst. Ist doch hier Dingens, Helden, glaube ich, hieß die Stadt. Aber da will ich auch gar nicht hin, eigentlich. Ich will den Berg rauf. Da hinten scheint eine Höhle zu sein, so zeigt mir da oben das Radar. Tja. Immer diese Rumlauferei.
Kann ich hier durch die Tür? Ja. Gibt's hier noch irgendwas theoretisch, aber praktisch? Nö. Ha, gehen wir den Weg entlang, den wir mit der Kutsche dann zum Anfang hier runtergekommen sind, wa? Da gibt es auch noch ein paar Sachen. Hier ist, glaube ich, irgendwas von der Sturmmäntel. Ne, Sturmmäntel? Ja, doch, Sturmmäntel. Diese Bärenklaue oder was das da ist. Es wird auf jeden Fall kälter. Ah, klauen wir uns ein Pferdchen, wa? Notte Hü. Falkenring, Lager der Sturmmäntel entdeckt. Ich glaube, die sind ein wenig pisst auf mich. Deswegen wäre das vielleicht nicht so klug, da näher ranzugehen. Ah, ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Es wird auf jeden Fall kälter. Hm? Schneebäre, nehmen wir mit. Was war das? Bergbären. Tut doch niemandem weh. Hab ich auch nicht. Man kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Ja, doch. Eine Höhle. Kümmern wir uns später drum. Schnell noch ein paar Schneebären abzwacken. Einstecken. Ach, war das hier mit diesem Troll oder was? Mit so einem Schneetroll, Bergtroll? Oder sind das Banditen da? Ach, solange ihr mich in Ruhe lasst, ist alles in Ordnung. Aber wie komme ich jetzt da hoch, verdammte Axt? Axt. Da könnte ich vielleicht... Na, versuchen wir es mal. Da oben ist auch irgendwas los. Ah, Schneebär! Nein! So ein Mist. Ich wollte doch gerade auf Tab drücken für ein bisschen Mana. Ach, Heiltränke. Na toll. Okay, das war schon mal nicht der richtige Weg. Ach so, weil ich hier hingeportet habe, wa?
Ah, Schnellreise. Ah, die ist auch wieder da. Ja, nochmal da lang gehen. Mein Gott. Ach, sehr ruhig. Entfernen. Auch nicht. Komme ich da hoch, ey. Warte mal, das, was ich entdeckt habe, aber ist schon entdeckt, ne? Iverstadt. Helden. Na komm, ab nach Helden, ja. Später spart man sich noch mal ein paar Minuten Weg. Warte mal, ich muss ja da lang. Wo ist denn der Marker hin? Ach, Quest-Ding wahrscheinlich nicht aktiviert, wa? Ja, sag ich doch. Jetzt werde ich mir aber gleich doch das Pferdchen nachklauen, weil jetzt habe ich keinen Bock hier nochmal rumzurennen, nur stundenlang. Das Pferdchen, die Pferde, das Pferd, whatever. Wo waren wir denn? Waren sie nicht hier vorne? Ach, das war weiter oben, wa? Eigentlich habe ich mir noch gar keinen angeschlossen, also ob kaiserlich oder Sturmmantel. Von daher müssten die mich ja eigentlich in Ruhe lassen. Ich würde mir da jetzt ein Pferd abzwacken und dann abhauen. Steht da Stirn dran? Ja, scheiß drauf. Und weg hier! Lydia wird schon irgendwie hinterherkommen oder auch nicht. Hat sie Pech. Ja, die beschießt mich nämlich gerade. Na, halt. Ah, 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 ah. Ja, da sind ein paar Gegner böse auf mich. Habe ich ja gerade versucht, da. Scheint mir auch nicht unbedingt der 100% richtige Weg zu sein, weil da oben ist der Berg. Iverstadt entdeckt. Scheinbar bin ich doch einigermaßen richtig. Ja, 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 genau, genau, genau. Hier geht's los. Ist Lydia hinter uns? Nein, ist sie nicht. Wenn die nicht sogar vielleicht platt ist. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Richtig.
Hä? Warum? Ach! Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt. Oh, was ist denn jetzt nur, weil. Oh, nee, ey. Das Pferd gehörte mir schon. Festung Nebelsicher entdeckt? Ich wollte doch gar nicht dahin hier. Ich will wieder raus hier. Rifton Gefängnis. Oh. Aber Lydia ist wieder da. Ja, so toll. Jo. Nimm mich doch noch weiter weg mit. Dann wieder Schnellreise nach dahin, mein Gott. Das Pferd gehörte mir schon. Soll mir das mal einer beweisen, dass ich es geklaut habe. So. Von da aus sind wir vorhin gekommen, jetzt müssen wir da hoch. Ohne Pferdchen, na egal. Nur wegen diesem beknackten Pferd meint er mich da anmachen zu müssen. Ich bin noch hier der Tane von Weißlauf. Auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Ja. Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg. Was haben die mir denn vielleicht noch abgenommen? Mein Schwert, wa? Die haben mir mein Schwert gezückt. Nehme ich halt den Zweihänder. Mann. Haben die mir mein Stahlschwert abgenommen? Was haben wir denn hier? Emblem 1. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Aha. Jetzt befinden wir uns auf den 7000 Stufen. Ne? Wäre ja mal toll, wenn einer mitzählt. Ich zähl's nicht. Und sie hockt da jetzt rum oder was? Ach, jetzt kommst du. Viele kaputte Stufen bei, wa? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotga emporsteigt. Habt ihr die Graubärte Dovak hinrufen hören? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Was macht ihr denn da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Besucht ihr die Graubärte? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Das war schon, ne? Bis zum nächsten Mal. Nächste Schrifttafel, Emblem 2. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Ah,
naja, ich sag's mal so, sorry auf jeden Fall, dass in dieser Folge nicht so viel passiert. Außer Lauferei, Sterberei. Ein Wölfchen. Ich will mein Stahlschwert wieder haben. Das ist auch langsam, das Drecksding hier. Waffen. Stahlfall? Nein. Eisenfall? Axt von Meißel? Aber nehmen wir auch. Axt von Weißlauf. Schaden 12, Schaden 20. Ach, es ist eine Zweihand-Axt. Das ist eine Einhand-Axt. Nehmen wir doch das Einhand-Ding. Erstmal. Was? Silberring? Noch ein Emblem, wa? Ich fehlte? Dritte. Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimme zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Hübsch. Ist denn da durch die Gegend geflogen? Distelzweig. Kannst du behalten. Und wieder runter. Und gleich wieder rauf. Und schon wieder runter. Ah, komm, ein bisschen schneller jetzt hier. Da sitzt einer in Unterhose, wa? Außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Wer seid ihr? Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Was macht ihr da? Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Toll. So viele Info. Emblem 4. Kain wandte sich an den Parturnax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg. Drachen gegen die Zunge. Okay. Na, ich glaube, jetzt gleich kommt der Trollkacker hier. Ja, da vorne ist er auch schon. System, schnell speichern. Ja, oben ist er. Und jetzt ist er runtergefallen. Zaubertränke.
Oh, Scheiße. Nein! Was ein Glück, dass ich gerade gespeichert habe. Ah, versuchen wir es nochmal. Tab, Objekte. Ne, Tab, Magie. Zerstörung. Flamme einmal bitte auf links. Jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Da ist es gleich wieder schon fast vorbei. Ausdauer. Essen. Nein, was ist denn das für ein Krampf? Dieser Dreckstroll da. Ach komm, nochmal. Mach ich aber jetzt so, wie ich es damals mal gemacht habe. Nordbogen. Versuchen wir den mal zu vergiften, den Gift. Habe ich jetzt Lydia getroffen oder wem? Lydia ist tot? Lydia ist tot. Was ist... Ja. Cool, ich habe ein Level abgekriegt, während ich gestorben bin. Mann, ey.
Lass mich mal weg hier. Einmal treffen, einmal treffen. Ja, ach, was ist denn das für eine Drecksscheiße hier? Aber wisst ihr was? Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Beziehungsweise mache ich jetzt hier einen Cut. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Dann versuchen wir diesen blöden Troll mal platt zu machen. Also bis später mal. Tschüss. Schönen Abend noch. Bis demnächst.